Das ist auch die Leidenschaft von Deutschlands Minicar-Piloten. Mini-Renner sind die Königsklasse all derer, die früher mit der Fernsteuerung in der Hand und leuchtenden Augen Spielzeugautos über die Straße sausen ließen. Über den Rennserien der Minicars weht ein Hauch von Formel 1, auch wenn die Teams statt 200 Millionen Mark Jahresetat nur etwa 25.000 verblasen und Ingenieure statt in schicken Boxengassen auf Biertischen schrauben. Bei der deutschen Meisterschaft der Mini-Racer waren wir dabei. Streng genommen sind es Kartengeräte, die hier ferngesteuert über die Rennstrecke jagen. Denn die aufgemotzten 3 PS Motoren bringen sonst Rasenmäher auf Touren. Aber auf der Piste wird gekämpft wie im großen Motorsport, nur nicht ganz so schnell. Minicars beschleunigen bis auf 140 Stundenkilometer bei 14.000 Umdrehungen und das mit Normalbenzin von der Tankstelle. Acht Rennklassen gibt es in Deutschland. Darin tummeln sich 500 Piloten. Ein Topfahrer ist Markus Feldmann, deutscher Meister und Vize-Europameister bei den Modellen im Maßstab 1:5. Diese Klasse gibt es seit 6 Jahren und der Medizinstudent treibt den Aufwand wie ein Profi. Auch wenn seine Mechaniker-Crew nur aus einem Mann besteht. Aus seinem Vater Dieter. In 5 Wochen ist Weltmeisterschaft. Die Feldmanns testen auf der WM-Strecke in Ettlingen. Ein Kurs mit engen Kurven und Bodenwellen. Das ganze Auto ist noch auf die Strecke in Lozzallo, wo die Europameisterschaft war, abgestimmt. Und wir müssen jetzt noch ein bisschen umbauen. Jede Strecke ist ja von der Charakteristik her sehr verschieden. Und ich denke, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen daran arbeiten, dass das Auto stabiler wird, vom Fahrwerk und mehr Lenkung kriegt. Die besten Deutschen und Spitzenpiloten aus Europa sind zum Testen gekommen. Besser jetzt Fehler machen als bei der WM. Alle suchen die beste Getriebeübersetzung für den engen Kurs, checken Ölmischungen für die Stoßdämpfer, testen Flügeleinstellungen und so weiter. Am heikelsten die Fahrwerke. Ein Schraubendreh um 1 Millimeter kann die gesamte Spur verändern. Ich habe auch schon mit Leuten aus dem großen Motorsport geredet, gell? Und die ganzen Fahrwerkseigenschaften und so sind ähnlich. Also bei uns vielleicht noch ein bisschen extremer wirkt sich das Ganze aus. Gell? Durch das, dass das Verhältnis von der Geschwindigkeit zu der Größe vom Fahrzeug eigentlich doch recht hoch ist. Flavio Budulich ist Entwicklungschef beim größten deutschen Minicar-Hersteller. Auch er ist bei der WM dabei. Probleme beim Team Feldmanns. Die Strecke gibt dem Vize-Europameister Rätsel auf. Die Lenkung will nicht. Wir haben eine andere Servo reingemacht. Der eine Servo war kaputt, die ging besser. Jetzt haben wir nur eins, das ist ein anderes Servo, der ist langsamer. Ist nicht so gut. Aber damit wollen wir leben. Den ganzen Tag tüfteln Vater und Sohn an der Abstimmung des Fahrwerks. Die Bodenwellen machen dem Honda Accord instabil. Erst als Vater Dieter eine neue Lenkung einbaut, werden die Rundenzeiten endlich besser. Mörs im Ruhrgebiet, der Sitz des Rennteams Feldmann. Nach dem Test in Ettlingen müssen Motor, Getriebe und Fahrwerk gesäubert und überholt werden. Das kostet eine Menge Zeit, doch viel mehr Stunden gehen fürs Üben drauf. Denkt mal das Training. Die rennen gar nicht so, weil da fährt man hin, hat samstags oder freitags, samstags Vorläufe und Training und sonntags halt das Rennen. Aber sonst Training an sich, das freie Training, ist sehr intensiv, weil man sehr viel testen muss und neue Sachen ausprobieren muss und das kostet viel Zeit. Und verlangt Kreativität. In der Sommerhitze werden die Motoren zu heiß. Ein Hitzeschutzblech soll helfen. Das ist hier die sauerstoffarme Luft, die stickige Luft hier, so im Ruhrgebiet. Denn wir waren früher in Italien, da war es in Bologna war es sehr heiß, keine Motorprobleme, in Lozzallo keine Motorprobleme, nur jetzt hier Wochenende in Oberhausen, aber wie gesagt, Sauerstoff war wenig in der Luft und der Motor braucht das. Und dann heizt er sich auf und dann ist vorbei, dann geht er nicht mehr. Samstag auf der Vereinsbahn in Oberhausen. Das Blech im Motor erfüllt seinen Zweck. Doch die Hitze macht den Reifen zu schaffen. Sie sind ebenso wichtig wie etwa in der Formel 1. Die Fahrer präparieren die Pneus selbst. Ein Satz kostet rund 200 Mark. Die schnellsten halten oft nur einen Tag. Nach dem ersten Testlauf geht der getunte 1000 Mark teure Motor plötzlich aus. Ursache unbekannt. Dieter Feldmann baut einen neuen ein. Der hält. Am Ende ist das Team Feldmann, mittlerweile Werksteam beim hessischen Hersteller Lauterbach, zufrieden. Dieser elegante Renner kommt vom Marktführer FG Modellsport. Chef Franz Gröschel ist ein Minicar-Pionier. Vor 10 Jahren konstruierte er am Wohnzimmertisch sein erstes 1:5-Modell. Heute verkauft er jährlich 5000 Autos.
1500 Mark kosten die billigsten. Nach oben gibt es keine Grenzen. Die Fans wollen Hightech und Originaltreue. Wir richten uns nach dem Trend, was im Fernsehen auch läuft, im Großen. Zum Beispiel jetzt die DTM wieder. Ja. Die wurde ja eingestellt 1998, 99 und jetzt beginnt sie wieder mit einem CLK und dann machen wir diese Modelle. Prototypen wie diesen Mercedes CLK modellieren Gröschel und sein Bruder selbst. Unter der Kunststoffhülle arbeiten Motoren aus Japan und Böblingen, mit modifizierten Zylindern, ganz auf Leistung getunt. Der Markt ist heiß auf immer neue Modelle. Nach den Tourenwagen kamen die Trucks. Dann, vor zwei Jahren, entwickelte Gröschel diesen Rennbuggy. Einer seiner Werksfahrer wurde mit ihm auf Anhieb deutscher Meister. 3 Jahre dauerte die Entwicklung der Formel-1-Autos. Hinter der Werkshalle testen Budulich und Gröschel einen Rennbuggy. Entspannung am Nachmittag. Nebenan entsteht im Frühjahr eine zweite Fabrikhalle. Die Nachfrage nach Rennwagen made in Baden steigt und steigt. Finaltag der Weltmeisterschaft in Ettlingen. Stolz präsentiert der Firmenchef seine beiden roten Renner. Einige Boliden testen auf der Rennstrecke. Ein Abbild derzeitiger Formel-1-Realität. Ein Silberpfeil dreht sich von der Strecke. Rot übernimmt die Führung. Auch der zweite McLaren macht bald Bekanntschaft mit den Keys. Verzweiflung bei den Mercedes-Fans. Wie auf Schienen dreht der Ferrari einsam seine Runden an der Spitze. Silber kommt mit der Strecke gar nicht klar. Schließlich zwingt ein Motorschaden den Mercedes an die Boxen. Frühes Aus auch für WM-Favorit Luigi Colari. Ertappt mit irregulärem Benzin. Auch das gab's schon in der Formel 1. Der Trainingsschnellste wird disqualifiziert. Es stimmt, das Benzin war fehlerhaft. Ich weiß nicht warum. Das ist das Einzige, was ich im Augenblick dazu sagen kann. Der Weg zum WM-Titel ist plötzlich viel leichter für Flavio Budulich und Markus Feldmann, die problemlos das Finale erreicht haben. Doch dann, beim letzten Training vor den Endläufen, streikt wieder die Technik des Honda. Vorhin beim Training war es so, dass das Gas schon mal bei Vollgas hängen geblieben. Wir wissen nicht genau, woran es gelegen hat. Wir haben mal die Servos gewechselt und alles, was man so wechseln kann. Wir hoffen, es ist jetzt behoben. Wenn nicht, dann muss ich leider aufhören im Finale. Um es vorwegzunehmen, der Wagen hält. Doch im ersten Lauf geht Feldmann zum Ende das Benzin aus. Der zweite Lauf. Flavio Budulichs gelber Honda wird von Beginn an attackiert. Noch kann er die Angriffe abwehren. Für Dieter Feldmann und seinen Sohn läuft es jetzt besser. Markus fährt konzentriert Runde um Runde. Budulich dagegen muss einige Gegner vorbeiziehen lassen und wird am Ende Vierter. Die große Überraschung. Nicht Markus Feldmann, sondern sein Vereinskollege Marcel Strauch holt sich am Ende den Weltmeistertitel. Feldmann wird Zweiter. Es hätte wesentlich schlimmer kommen können und zweiter Platz ist immerhin Vize-Weltmeister. Naja, ist es schon okay. Ich freue mich vor allem für Marcel, weil er gewonnen hat, weil er hat es wirklich verdient. Die Möglichkeit, unter die Top 10 zu kommen, habe etwa 20 bis 30 Leute. Deswegen schätze ich mich am Anfang immer ein bisschen schwächer ein. Es ist ein super Ergebnis gerade und das Endresultat ist eigentlich trotzdem ganz toll. So klein die heißen Reifen auch sind, im Minicar Racing rollt der Rubel.